deshalb, Freunde, willkommen bei Max Spielshop. Ja. Das hat er erstmal einfach einen Deckel gekriegt. Ja. Ich so, ich filme. Puff. Pass auf, heute geht's los. Wir sind wieder am Lost Place. Ich will euch mal zeigen, was daraus geworden ist. Genau. Ihr wisst ja, es wird leergeräumt, nach und nach. Es ist viel verschwunden tatsächlich. So, stell die Kamera mal eben um. Zack. Jetzt kommt mir mal eben. Ihr seht ja schon mal hier. Hier ist ja der Werkstattbereich. Hier ist das so wie vorher. Das ist der Motor. Da habe ich einen Derby. Oh, Max, nein. Hör auf, Max. Eigentlich als Reservemotor. Man hat 3000 gelaufen. Ja. Der Walle hat sich diese Ecke, wo es Golf Cabriolet gestanden hat, tatsächlich so einen riesengroßen Müllhaufen entwickelt. Was hier eigentlich nicht verwundert, weil hier war auch alles voll mit Müll. Oh, warte mal. Ja, komm. Ja, stand mal ein Golf. Da. Ja, aber es ist nicht mehr drin jetzt. Von der Lackierkabine tatsächlich. Zum Beleuchtung und sowas. Ziemlich geile Halle eigentlich. Napalm Duo. Das war's für dich. Also ich kenne nur Napalm Duo. Ja. Hier. Das Wichtigste ist noch hier. Hä? Das ist aber einer von mir. Das ist einer von mir, den ich hier gelassen habe. Ich habe ihm mal geholfen. Was ist das denn für eine Armatur hier? Cool. Das war wieder cool. Da können wir universal in so ein Trabi reinspaxen. Das ist ja wieder geil. Was ist das? Aber verkehrt rum. Irgendwas. Nee, echt Holz. Tschechoslowakei. Tschechoslowakia. Das ist irgendwie so ein Tscheche. Aber wir brauchen den Weiß, da habe ich einen Kunden für. Echt jetzt? Läuft der mittlerweile wieder? Ja. So, pass auf, weiter geht's im Programm. Wir haben also einmal diese Halle. Ihr seht, dass der hier Dings ist da noch in der Ecke. Den hätte ich auch mitnehmen können. Aber tatsächlich, ich habe mich für das rostige Exemplar entschieden. Wer Gordon meint, dann kriegen wir ihn. Na, Gordon? Ich hab gar nichts gesagt. Oh. Na, Gordon, ich hab gehofft, du unterstützt mich bei der Nacht. Und wir alle drei sagen, der ist gut, dann nehmen wir den. Ach, scheiße. Furchtbar. Naja, hier stand der Jetta, wisst ihr noch? Hier liegen noch ein paar Motoren drin. Guck mal, ein Alpha-Boxermotor. Alpha Romeo, keine Ahnung, welcher das ist, aber egal. Das Klo filmen wir jetzt nicht, das ist genauso scheiße wie vorher. Öllager, Spezial. Guck mal, weiter da hinten. Alter, ich guck's dir an. Hier, Türkontaktschalter. Ich hab Angst, dass das ein Fehler ist, dass wir den nicht mitnehmen. Aber der ist ziemlich schlecht gemacht. Ja. So, also wir wollen ja heute mitnehmen diesen hier. Das ist aber ein anderes Video, das habt ihr schon nicht schön gesehen. Oder seht ihr noch eins von beiden? Den Alpenkreuzer hatte ich auch ganz gerne noch, der an der Decke hängt. Aber mittlerweile habe ich mich dagegen entschieden, weil wir keine roten Nummern dabei haben. Hier, der 7er, der hat verkauft. Oder 5er und 7er. Bin ich ganz sicher eigentlich. Ah, der ist schon verkauft. Ah, für das Geld hätte ich auch gekauft. Tatsächlich. Ist ein 7er ist das? Das ist ein 7er. Der hat längere Heck, das ist ein 7er. Warte, kommt mal eben schön mal drauf. Ne, steht nichts drauf. Oh, das ist ein halber Motor. Okay, will ich nicht haben. Deswegen habe ich zerlegt, Herr Motor. Der Typ hat die Katze in den Sack gekauft, der hat den geholt hat. So, haben wir noch was. Hier haben wir hier den Trabi, der ist noch da. Da kann ich mal meine Trabi-Jungs mal anfunken. Die fragen immer den Trabi. Ja. Können wir den Trabi haben? Nein, das hier, haben wir den Schoko Motor fest. Ja, ist fest. Ist hier, ist nichts mit drin. Das ist der dreht noch! Ja, ein guter Motor. Ja, ist er noch gut. Ja, hier ist hier so ein bisschen auf. Ja, hab das wirklich da. Ja, die ist super. Er hat eine Standardklappe dran, das ist der alte Vergaser noch. Welches Baujahr war das nochmal gewesen? 88. Ja, das andere ist weg. So, was haben wir noch? Wir haben hier einen geilen Rasenmäher, der ist auch verkauft. Sonst hätte ich mitgenommen, hätte ich meinen Gärtner gefreut. Teile sind einige noch da, aber nicht mehr so viele wie früher tatsächlich. Hat sich einiges ausgedünnt. Übrigens, wir haben zwei Leute gehabt aus der Community, die den Ort hier gefunden haben. Nur mit meinen Videos. Hast du mir erzählt, ja? Zwei, die haben ermittelt und die haben es gefunden. Die sind aber ganz in Ordnung, war nicht so schlimm. Aber die haben es gefunden. Na, das war aber nicht die. Glaube ich nicht. Hier haben wir gehört gehabt. Fassadtür. Guck mal, eine pinke Marbella-Haube, die brauchen wir dafür zu Hause. Nee, jetzt gab es zwei. Das ist doch deine Tür. Ja, siehst du, dann kannst du schon mal für die Schaftmeister besser anmelden, wenn du brauchst. Aber wir haben natürlich keine Fiesta-Stoßstange hier, ne? Adrian ist hier immer am Wühlen und Suchen und Tun und Machen. Wir brauchen auch immer die TKZ-Koflügel, da habe ich einen Kollegen für, der unbedingt welche haben möchte. Unbedingt. Die bringen wir natürlich mit, weil wir liebe Leute sind.
Nur einer. Das sind zwei, aber nur einer. Guck mal, die Ascona. Das ummelt. Das, oh, das will ich gerne mal an mein. Oh. Alter, das ist windig. Wir müssen gerade den Sturm kriegen. Hier ist das gute Auto. Die E-Klasse, 300er. Die hätte schon so eines gerissen. Eine Wartburg-Motorhaube in Gut wäre auch nicht schlecht, ne? Aber wir haben eine Wartburg-Motorhaube in Gut. Lader-Kopfflügel. Bergmobilkopf. Guck mal, hier bin ich gerade schweißvoll. Das könnte mal mehr gewesen sein. Ja. Melde Maxi Schmiede. Ja. Hier. Eschenbecher der Heile ist. Wartburg. Ja. Der ist abgefallen bei meinem. Also hier ist das alles vom Alten. Der hat Tür Fahrerseite, aber Viertürertür. Also hilft uns das so nix. Also ihr seht, der Hof ist ziemlich leer geworden. Ich war da vorher, ich fahre euch mal eben auf. Da stand ein C-Kadett. Hier stand ein VW Passat Varianz. Hier stand mein Polizeipassat, den ich jetzt in meiner Halle stehen habe. Da drin stand auch ein Ford Fiesta und so weiter. Und der Jetta, die ist auch bei mir. Ne? E21BW stand hier vorher. Ist alles verschwunden tatsächlich. Es ist wirklich weniger geworden. Wirklich weniger geworden. Also mal so gesagt. Ist ein Ding für sich. Hier sind noch ein Satz Felgen, auf die ich noch Interesse hätte. Das sind hier Renault R5 Turbo Felgen, glaube ich. Die wären doch sehr cool für die Gurkensammlung. Weil wir haben wohl kein R5 Turbo, aber es ist ja so. Und hier ist noch alles wie vorher. Guck mal, wenn du jetzt hier guckst. Die ganzen Teile sind noch alle da. Natürlich als Fahrrad gar nichts dabei. Ich habe auch kein Auto mit Karosserieschäden tatsächlich, wo ich sagen konnte, ich brauche mal irgendwas. Obwohl Passat-Türen cool sind, aber was soll ich damit? Oh, ich bin ja eingebrochen. Oh. Das hat so einen geilen, hat so einen geilen Dachzustand, da kann man auch mal reingucken. Der ist doch geil. Das ist eine Oberkatastrophe. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Das ist nur das Dach, was tot ist von dem Ding. Habe ich auch was gehabt beim Tabi-Kombi schon tatsächlich. Oft gesehen wenigstens. So, das ist immer draußen. Jetzt gehen wir mal in die Halle. Halle waren wir schon. Wir gehen ins Haus. Ja. Da war ich auch noch nicht mehr gewesen. Das erste Mal für mich. Hier habe ich schon mal geguckt tatsächlich. Was ist denn das hier? Ich bremse nur zum Kotzen. Ja, das ist genauso wie der Ford-Aufkleber. Das ist auch gut. Fuck. Einfach fuck. Hier, Golf 2 CL hier, Frontlippe. Mein Alter, hier sind so viele Sachen, die eigentlich total geil sind, ne? War die bei den Beißen nicht verbogen? Bei dem Mehr da? Meine habe ich neu gehabt, das ist eine Viertürertür. Keine Zweitürer. Habe ich lagermäßig mittlerweile. Auch hier gefunden. Deswegen geht das. Oh, der gute Pappe. Schauen wir weiter. Wir haben jetzt hier bis im Wohnhaus. Haben wir ja gefilmt. Aber da müssen wir den Müllbär müssen wir auch noch durchgucken, ne? Da ist auch viel cooler Müll bei. Ich bin schon wieder gegen das Berg gelaufen. Du auch? Ich auch. Ach, das Flair-Bonskabel habe ich mir damals. Jetzt ist falsch. Das ist ja schon zu Hause bei mir. Ich hab vergessen. Allergierlappen, sagt er. So, guck mal hier. Aber ölmäßig noch viel Altöl hier, ne? Das HD-Öl brauchen wir aber, ne? Das helle HD-Wetzenöl. 50er, das kann man super auf dem K30 fahren. Können wir auch so machen. Ich sag's beim Alten. Hier ist noch unangetastet tatsächlich. Also hat sich hart verändert hier, ne? Hart verändert mittlerweile. Ein paar Motoren sind weg. Ich habe schon einiges verkauft. Und hier oben war eigentlich der Raum gewesen mit den ganzen DKW-Teilen. Ja. Und sie hat mir erzählt, dass der Raum jetzt leer ist. Deswegen ist die Tür jetzt auch offen. Das heißt, DKW-mäßig werden wir wahrscheinlich keinen Nachschub mehr kriegen. Ist da die Pulle noch schon noch drin, diese geile? Mit diesen komischen... Ist sie noch da? Ne, weg. Scheiße. Schade, die war noch cool gewesen. Das ist irgendwie vier... Da ist sie doch. Und die sind noch da. Die meinte ich, ja. Aber die ist cool. Die würde ich in einem Derby sehen. Aber passt nicht wie in der Heckdingsen, glaube ich. Noch ein anderes Karo-Muster, die ist nicht braun. Das ist hier aber braun. Wer ist der Michael Jackson? Martin Muscle ist das. Das ist aber schon nicht. Das ist 93, das ist noch schon. Der war ein Jahr alt. Ja, guck mal, da hinten ist er ein Spiel im Garten, guck mal. Die Tomaten, die erzählt gerade ihr genaues Wissen über Tomaten. Hier war alles, Alter, hier war alles voll. Ich betone, alles voll mit DKW-Teilen. Die waren alle neu. Und ich sehe schon mal hier, eine DKW-Rückleuchte, die ist kaputt. Oh, die können wir doch bei uns verbauen. Das ist ein Mehrgummi dran, das war mein DKW. Scheiße. Aber die haben das gut aussehen, die Typen, die es gekauft haben. Weißt du nicht, was ich ganz verstehe? Sie hat mir gesagt, das verkaufen wir nicht, ne? Pass auf, sie haben mir gesagt, das verkaufen wir nicht,
Wie soll ich sagen? Weil die das selber brauchen, für irgendwie einen eigenen Wagen. Und jetzt komme ich wieder in dem verkauft. Ich hätte es auch gerne gekauft. Wäre mein Motor schneller am Laufen gewesen. Ist immer nicht richtig am Laufen. Nee, war ja alles da. Schade, der hätte mir eben Bescheid sagen können. Weil ich bin ja der Typ gewesen. Ich bin ja der Typ gewesen, der die beiden DKWs gekriegt hat. Wie ist denn dir Bescheid zu sagen, ob ich es nicht haben kann? Hallo Gordon. Gegen weit oben irgendwo. Nee, wir haben nach hinten geguckt. Wir gehen ja gerade erstmal alles. Was ist alles für ein geiles Lenkrad? Wir gehen gerade alles chronologisch hier. Das ist ein Airbag-Lenkrad. Ich glaube, das ist ein Mercedes oder so. Das ist sogar Holz. Wir gehen gerade alles chronologisch hier durch. Ist das verrückt, was hier liegt? Ist verrückt, oder? Ja, cool. Auch die Radkartensammlung, die hier liegt. Hier liegen einfach mal 100.000 Radkarten. Guck mal. Hier ist was hier. Hä? Die schöne Evermilch. Die ist sicherlich noch gut. Jetzt wird sich freuen. Das ist schon der Zucker von dem Milch getrennt. Hat sich alles getrennt. Ist hier noch ein Keller, ne? Bisschen Abstand. Guck mal, eine Ecke, die leer ist in diesem Haus. Wie geht das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Da liegt eine Dose Bio. Guck mal, hier, was wir hier finden. Das ist nicht mehr. Wir gehen jetzt mal vorne in den Showroom. Der ist hier vorne. Müssen wir kurz gucken, ich will die Veränderungen abfilmen. Und wie gesagt, ich würde ja gerne mit einem voll. Hier ist noch ein Cut? So ein Cut, kann ich noch mal sagen. Ich würde ja gerne mit einem vollen Düdo nach Hause fahren, als mit einem leeren Düdo. Wenn ich mit einem leeren Düdo nach Hause fahre, mache ich auf jeden Fall dicke Verlust. Hast du ihn gefunden? Gordon freut sich, weil ich glaube, ich komme zurück. Alles klar, ich kann da nicht alleine hingehen. Hier ist kein Wasser, ne? Nee. Pull mal aus, vorher, bevor du scheißen gehst und das alles sehr stinkst. Das reicht. Ja. Und er freut sich über das Klo. Hier ist mein Schreibtisch. Ist auch weg. Hier ist die Haustür für gesteckt, kann ich ja sagen. Gut. Hier sind mal Audi-Radkappen. B2. Die Schilder sind ziemlich cool, ne? Also manche Schilder können wir echt noch benutzen. Hier, guck mal. Ich kann doch, wette mit dir, das ist doch mein DKW. Damals gewesen vor 150 Jahren. Ach komm, das ist ja sicherlich. Das war aber sein Auto, weißt du, der hat mit DKWs gemacht, ja, ne? Hier kannst du mal eine Startnummer basteln. Das ist ja geil. Ja, die haben früher viel veranstaltet. Hier, guck mal, die Dinger da oben, das ist eine Auto-Union-Plakate. Das ist jetzt der 3-Seiten-Spiegel, Facelift. Genau die ich gebraucht habe. Ja, siehst du? Ist doch perfekt. Original. Also frag sie doch eben, das will sie sicherlich nicht mehr behalten. Ja. Guck, Alter, der Fernseher. Hat er sowas ähnliches wie Skat hinten dran? Dann wird jetzt bei Dingsen gespielt darauf hier. PlayStation. Wo ist das hier? Da ist noch einer. Nee, das ist. Der hat irgendwie. Ja, hier. Nee. Nee, das ist. Da vorne ist noch einer. Gordon, guck dir den Fernseher an. Der ist aber schön dabei. Der steht aber noch einer, in Orange. Der ist noch ein bisschen böse. Die Musiktruhe ist noch da, wundert mich. Nikkei, FMD-System. Oh. Keine Ahnung, was das ist. Oh, schöner Mercedes. Aber mittlerweile ist es echt auffällig hier geworden, ne? Ich kann es nie verlieren. Also das Ding ist echt auffällig geworden, weil jetzt mittlerweile kann man die Straße sehen. Ach, jo, was? Guck mal, was ist das für ein geiler Fiesta? Oh, der Fiesta, guck dir den an. Das war hier alles zu. Alter, das kann ich mir nicht vorstellen. Alles so, ja. Da war ich dann Holz vor dem Dingsen. Ne? Und das hier muss ich mir nochmal angucken, weil da war ich noch nicht gewesen. Das hier war, glaube ich, damals seine letzte Bude, wo er gewohnt hat. Ein Schlafzimmer hier oben gewesen. So was Ähnliches. Oder ein Wohnzimmer, ich weiß das nicht genau. Ich glaube, hier war noch keiner von denen so richtig, die hier sind. Guck mal, wie cool. Hier, guck mal, hier ist die Bude. Hier ist das Bett. Diesen Klamotten private, da gehen wir erstmal nicht bei. Haben wir hier eine riesengroße Truhe, da gucken wir auch mal, immer Rennchen. Nur Klamotten drin. Ach, je. Na, hier ist ja nicht viel. Hab grad noch ein altes Sparkassenbuch gefunden. Also so ein Sparbuch halt. Hab ich gedacht, okay, das gebe ich mal eben vorne ab. Bei der Besitzerin. Ist ja nicht meins. Besser ist das. Also ehrlich, bin am längsten. Habe ich meine Jungs wieder abgeholt? Und jetzt gehen wir mal nach oben. Also ich glaube, das oben noch genauso ist wie vorher. Weiß nicht, ich habe das so im Gefühl. In der ersten Etage war ich schon drin, da ist nichts mehr.
Da ist nicht mehr viel, ne? Die Musik, da wird eine Musik vor, die hat funktioniert. Das war ganz gut. Hier war noch das gewohnte Schlafzimmer. Ach ja, da war noch ein Badezimmer. Das war ein geiles Badezimmer. Ich finde das gar nicht mehr falsch. Die feuchte Luft, die ist ein bisschen. Habt ihr ein Problem? Das war noch. Das Klo geht noch! Gordon, was zum Kacken? Das unten ging hoch. Ja? Ja. Ah, kein Lack gestern. Kurz, hier war vorher im Bett. Hier hat er geschlafen. Ja, er hat immer sein Auto gesehen, wenn er nicht Holzfrau war. Er hat immer seinen Laden gesehen. Ja, hat er gesagt, oh geil, ich habe so viele Teile und keiner kriegt was an. So, was haben wir noch hier? Wir haben hier jetzt noch die Küche, die hat sich unverändert. Da wird noch Papiere liegen vom Bingsen für eins der Autos. Hier wäre eine coole Musicbox. Ich sage, guck mal, der Riss im Boden. Das wäre für uns noch, da kommt ein neuer Teppich drauf. Ja. Ein gebrauchter Teppich drauf. Eine Person. No. Ich verstehe die. Alter, ich sag dir, wie es ist. Und das Bett ist locker von 100 Jahre alt. Das ist doch alt. Ja. Da ist so viel der Wurm, der von drin wohnt. Ehrlich? Gehen wir nach oben. Oben ist wieder ein Teillager. Ja. Hier ist wieder alles Mögliche voll. Nee, ist das da eine Tür eigentlich? Das ist nur ein Brett. Brett und Bein. Kannst du aber auch Licht anmachen. Das ist immer ein Lichtschalter gewesen. Ach. Ja. Boah, lieb, dass wir jetzt hier rumbocken dürfen, ne? Ach, du heilige Scheiße. Ja, aber überleg mal, das wurde hier alles hochgeschleppt, ach, mal. Du Scheiße, Junge. Alter, das geht ja hier noch. Das geht doch weiter. Komm mal, hier haben wir schon mal schöne Golf, hier eine Lenkstange für den Golf. Hier haben wir schon mal Türgriffe mit Schlösser für den Golf. Alles, ich glaube, aber ihr seht, es ist weniger geworden, ne? Letztes Mal war hier ein bisschen mehr, tatsächlich. Oh, hier diese Dachleisten für den Golf 2, sind das welche? Ach, die sind selten, die kriegst du immer so schlecht mittlerweile. Ach nee, und hier hat er keine Ahnung. Entschuldigung. Du bist nur Golf 3, die will ich nicht haben. Die sind auch selten geworden, diese Klemmleisten tatsächlich. Leider ein bisschen sehr verbogen. Ja. Was ist das denn hier? Das ist ein geiles Weltsportlenkrad, aber das ist richtig tot. Ist das richtig nach Feuer? Riecht hier richtig hart nach Feuer. Das hat vorher nicht getan. Hier hat einer gezündelt. Guck mal. Das wollte einer anzünden, das Ding hier. Pass auf, für euch eben als Info, hier war ein Einbrecher drin in diesem Haus. Die haben es hier probiert, es abzufackeln. Hier waren Typen gewesen, die wollten das Haus abfackeln. Das muss ich mir mit der Witzerin erzählen, das weiß ich noch gar nicht. Das war noch gar nicht hier oben. Alter, das ist eine geile Terrasse. Stößt die ein? Ich habe ein bisschen Angst. Alter, ist das ein geiles Haus. Junge, guck mal an, das ist eine Apfelsammel immer noch. Ich geh wieder rein, das ist mir so windig. Schade, muss ich mich ranhalten. Ich muss nämlich bald zum. Jungs! Einer von den Einbrechern wollte das Haus anzünden. Was los? Hier, wollte einer das Haus anzünden. Ja. Von dem Typen, der hier drin war. Hier, da haben sie jetzt haben sie gekokelt, guck mal. Wollte einer anzünden, die Scheiße. Ich hab grad kurz einen Herzstillstand gehabt. Wieso? Ich hab Teile von der Sechsbaum in der Stadt gesehen. Und hier, da. Oh. Ist hier, da! Hier haben sie gezündelt. Hier. Da haben sie ein Ding hingelegt, als Brandherd. Das Lenkrad hat gebrannt. Guck mal, siehst du das hier? Ja. Arschwein. Oder verfault, eins von beiden. Nee, das ist kein Brand. Nee. Na, aber riech doch mal. Riechen tut man's. Hier hat einer rumgekugelt. Und das hat hier, wo ich letztes Mal hier drin war, nicht gerochen. Das ist nicht lange. Alleine das Ding da, das Papierding da, das liegt ja nicht. Das fällt ich das nämlich mal mit als Beweisstücke. Kann ich hier. Sie muss hier mehr drauf aufpassen auf den Kram, das ist scheiße. Was denn hier noch? Gut, das wäre ein warmer Abriss, ne? Hier war auch wieder einer, guck mal. Das ist viel. Das ist Fiesta MK4, ne? Das ist nichts für.
Das ist nichts für Adrian. Scheiße, das ist ein Ding. Das werde ich mir besser gleich mal erzählen. Ich will ja nicht ins Video rein, aber das geht ja gar nicht. Das ist der Fall. Das ist eine 16V-Aufstellung. Nee, das ist nicht 16V, das ist ein normaler. Da ist noch einer. Wie war das, die Rückbank? Das ist so eine 4. Das ist dasselbe Modell. Aber es ist das falsche Modell. Ja, das ist jetzt okay. Genau. Hier ist Panda, baut auch Panda bei dir an. Ja, nur die sitzen. Oh, guck mal hier, die kenne ich auch irgendwo her. Derby. Derby? Derby 2 und Derby 1. Krass. Alter, ich finde hier immer wieder was. Das ist bloß der Passatraum. Überleg mal, was für ein Arbeiter gewesen sein muss, den ganzen Kram hier hochzuschleppen hören. Ja, aber der hat ja auch sein ganzes Leben Zeit gehabt, ne? Hat er. Bis geendet hat er. Da hat er irgendeiner geerbt und der kostet gerade ab. Wenn ihr das mal so auf 40 Jahre rechnest, guck mal. Oh, das hier ist Mercedes. Haben hier auch Leute gearbeitet? Irgendwann mal? Soweit ich das weiß, war er alleine. Immer? Ja. Oh, Alter. Heftig. Er hat, glaube ich, keinen Auszubildenden gehabt, den er hochgejagt hat. Ich gehe mal nach unten und gebe mir die Nachricht weiter, dass das hier. Ja, ich weiß nicht, es beunruhigt sich wahrscheinlich ein bisschen. Eigentlich können wollen wir es jetzt erzählen oder nicht erzählen? Ja. Eigentlich ja, ne? Ja. Ich dachte, ich war hier oben nicht. Ja, erzählen. Dann hat sie vielleicht noch die Möglichkeit, nicht besser, wenn ich rausfinde. Hat sie einen Grund mehr? Noch mehr Sorgen, ja. Nee. Ja, scheiße, ich weiß auch nicht. Das ist eigentlich eine doofe Situation. Scheiße, dass ich alles sehe. Kannst auch Licht anmachen. Hier ist ein Taster, der geht der Sache dann selber aus. Oh, danke. Ich kenne mich ja aus. Ja, mittlerweile. Ich bin hier schon fast eingezogen. Ich sag dir, wie es ist. Ja, besser war. Ja, ist so. Besser ist er. Ja. Aus dem Karten. Aber soll ich erzählen zum Thema? Währenddessen, Hanna rennt da hinten rum. Hanna ist hier überall. Das ist wie in Friedeburg. Da gibt es noch einmal eine kleine Ecke hier mit ein paar Motoren, tatsächlich draußen. Ich habe es Bescheid gesagt für ihn, den ganzen. Brandspezialgeschichte da, keine Ahnung. Ja, sie haben ein Auge drauf, was sollen sie sonst machen, ne? Ist wirklich so. Gut, wisst ihr Bescheid. Das ist der aktuelle Stand zu diesem Ding hier. Ich glaube, das war, ich denke, technisch das letzte Mal, dass wir hier waren. Außer natürlich kann man einen guten Deal mit Ersatzteilen aushandeln, das ist eine andere Geschichte. Aber hier, nach bisheriger Planung, denke ich mal, war es das. Also, verabschiedet euch einmal. Tschüss. Katastrophe, Mann. Ich will ins Bett, ich habe noch nicht geschlafen. Ich kotze ab. Munter.